Ja, Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pikmin 4. Der 9. Tag steht mittlerweile an und es sieht so aus, als hätten wir schon wieder neue Fähigkeiten, die wir erlernen können. Schauen wir mal, was der werte Russ sich heute einfallen lassen hat, bevor wir dann wieder aufbrechen. Wahrscheinlich wieder irgendwas etwa Unnützes. Oh, Heimkehrsignal. Werden Pikmin verwisst, rufe sie hiermit zurück zur Beagle. Das ist geil. Das ist richtig geil. Weil das heißt, wir brauchen... Ja, cool, aber die Frage ist, wie weit geht das? Ich hoffe, bis über die ganze Welt. Dann Frostschutz. Diese Erfindung sorgt dafür, dass... Okay, dass ich nicht gefreezed werde. Und das Gleiche gibt es für Ojin natürlich auch. Das Problem ist halt, ich bin kein Freund von diesen ganzen kleineren Fähigkeiten, die sowohl für Ojin als auch für mich sind. Hingegen Heimkehrsignal... Das ist schon nicht verkehrt. Wobei, ich warte dann noch, komm... Ich meine, unser Tandori ist gut genug, dass wir das gar nicht brauchen. Deswegen, wir warten da einfach ab. So, die Motivation, die reicht auch noch nicht wirklich für was. Aber dann ab dem nächsten Part, denn ich möchte heute auf alle Fälle wieder probieren, dass ich im blühenden Park wieder zwei Höhlen schaffe. 43% haben wir mittlerweile. Ich schaue mal, dass wir das heute auf 70% hochbringen. Das wäre, glaube ich, ganz geil. Ich weiß, 27% werden wir hoffentlich hinkriegen. Ne? Ist ja auch nicht so schwierig. Ich meine, Höhlen zählen ja mittlerweile sehr viel. Wenn wir draußen das machen, ist das eher weniger. Aber wenn wir Höhlen erforschen, dann geht das meistens schon um die 15-20% gleich in die Höhe. Manchmal zumindest. Hier sind es ein paar mehr Höhlen, deswegen, ja, sind es ein bisschen weniger. 4678 Glycerium mittlerweile. 7000 brauchen wir für die nächste Welt. Ich glaube, das könnten wir sogar im Blütenpark sammeln. Gibt auf alle Fälle genug zu erkunden. So, ein Blick auf aufs Kärtchen. Das haben wir. Beim letzten Mal habe ich ja verkackt. Genau, ich muss hier hoch. Und hier ist die Höhle. Die erste, die ich will. Dort oben ist dann auch was, das kriege ich dann über den Weg. Ja, allgemein, mein Ziel heute ist folgendes, die Höhle gleich direkt mache. Und ja, dann im Anschluss das Gebiet hier. Wobei, warte, mir fällt gerade was auf. Kann es sein, dass... Das wird ja gar nicht... Ah, ist das nur ein Ausgang? Dass das gar keine Höhle ist? Das kann sein, dass es gar keine Höhle ist. Wobei, ich kann ja trotzdem da hoch, das macht gar keinen Sinn eigentlich. Ja gut, muss ja nicht alles Sinn machen. Ja, ansonsten allgemein hier das komplette rechte Gebiet abschließen und da drüben dann halt schon mal anfangen. Dort haben wir den Zaun ja schon aufgebrochen. Na gut, dann steht der Plan. Ich hole mir schon mal meine Pikmin raus, die ich brauche. Eigentlich ist es egal, wen wir rufen. Die Empfehlung ist nach wie vor gelb und blau im Vordergrund. Ja gut, dann machen wir das einfach mal. Also nehmen wir 30 blaue mit und 20 gelbe. Rot ist nach wie vor, finde ich, trotzdem noch immer das Bessere aufgrund der starken Angriffskraft. Was halt die anderen nicht haben. Ne? Deswegen Rot ist eigentlich fast immer unverzichtbar. Weil die Angriffskraft, die macht schon viel aus. Das muss man einfach so sagen. So. Dann geht's da hoch. Ojin kann eh geil sein, weil der kommt sowieso hinterher. Aber ich glaube, hier gibt es gar keinen Weg für Ojin rauf. Solange er zumindest nicht klettern kann, sollte es die Fähigkeit überhaupt geben. Gut, die einzige Möglichkeit wäre, wenn da drüben der Höhlenausgang ist, dass er sich dort dann anschließt. Wir gehen jetzt einfach mal rein, let's go. So, ich lese mal gleich vor direkt. Königreich der Bestien. In dieser Höhle befinden sich viele verschiedene Punktkäferarten. Vielleicht bauen sie hier ihr eigenes Reich auf. Für sie bin ich nur ein Eindringling, den es unschädlich zu machen gilt. Sollte ein Kampf unausweichlich sein, muss ich mich auf meine Items verlassen. Gut. Und es ist... Ich brauche nur Rot. Warte, da ist aber ein Fragezeichen. Das heißt, wir kriegen... Kriegen wir eine neue Pikmin-Art jetzt? Das wär's. Da steht nicht ohne Grund ein Fragezeichen. Aber Rot ist... Also nur Rot, das ist eine Ansage. Ich meine, beim Punktkäfer natürlich logisch. Das heißt, wir können die Roten jetzt nochmal ordentlich vermehren. Vielleicht bis auf 200 sogar. Wobei, wenn es eine neue Pikmin-Art gibt... Ja gut, geht noch gar nicht. Vergesst, das geht noch gar nicht. Weil ohne eine Zwiebel können wir die ja nicht vermehren. Oh Gott, Alter, so viel Lava, wie ich allein schon das sehe. So, brechen wir das Ding gleich auf. Greift mich der schon an? Nee. So, Lehmwand eingerissen. Ah, und da hinten, die Roten, die kämpfen auch gerade. Gut, schnell helfen.
Der Punktkäfer ist nämlich gefährlich für die Rotner. Gut, keiner von denen ist gestorben. Ich glaube aber, das ist wirklich so eingestellt, wenn das immer so aussieht. Hey, da hinten ist... Hey, da ist... Lol, das... Ah, okay, gut. Das hat wieder mehr Ebenen diesmal, ausnahmsweise. Tatsächlich. Das ist der Ausgang. Reißen wir trotzdem schon mal ein. Hier ist wieder Rohmaterial. Ich bin froh, dass die Dinger so einfach zum Einreißen sind. Ja, jedes Rohmaterial ist natürlich willkommen. So, den kann ich leider noch nicht anwenden. Ne? Alles gerade kompliziert. Ja, Ochin kommt leider gerade nicht weiter. Deswegen, ich glaube, da wird wieder irgendwo was sein, damit wir die Gitter wegbringen. Stand jetzt kann ich halt nur in die Richtung gerade. Ja, ja, Feuerpigment, das ist schon eine geile Geschichte. So. Und den geht's jetzt auch ordentlich aufs Maul. Das muss man übrigens immer vereinzelt machen, weil so, wenn die jetzt alle ich auf einmal direkt hinschicken würde, dann hätte ich das große Problem, dass er sich einfach erholen könnte. Und dann würde er einfach zuschlagen. Und ich glaube, ist das hier ein Croissant? Ja, tatsächlich. Ah, schön. Und hier drin haben wir weitere Pikmin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich einfach nur die Roten sind, die man hier sammeln kann. Das gibt's nicht, ne? Das ist unmöglich. Wir können mir viel erzählen, aber das nicht. 139 Rohmaterial. So, Schatz gecatcht. Ich glaube echt, dass das möglich ist, dass wir in den Höhlen tatsächlich mehr Pikmin uns holen können. Als gedacht. Oh ne, da schläft einer schon wieder. Oder? Ne, der ist tot. Jetzt bin ich aber verwirrt. Och nö. Die müssen im Kreis einmal laufen. Weil das Ding so klein ist. Also diese erste Ebene ist ja absoluter Schmutz. Da gibt's ja nichts zu holen. Hier ist nichts mehr. Und hier ist gleich direkt der Aufgang. Was ist das bitte für eine erste Ebene? Die Höhle ist ja mega Quatsch. Das ist einfach nur für Feuer. Und mehr nicht. Schon komisch. Ja, wenn der Schatz übrigens dort ist, dann sehen wir eh, geht der Schatz so mit da aus, ja oder nein? Ja, tut es. Dann ist das wirklich der letzte gewesen. Lame, Alter. Absolut lame. Also von allen Höhlen ist das jetzt gerade wirklich das langweiligste gewesen. Und wahrscheinlich waren das jetzt sogar noch 50%, nicht wahr? Ne, hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Wirklich. Gut, dann ab in die nächste Ebene. Wobei, vielleicht ist das schon mal die Einführung, weil es jetzt 3 Ebenen oder so gibt. Werden jetzt sicher mehr werden, ne? 16% erst? Ja komm, auf einmal ist das so eine Höhle mit... Aber 16%, das ist ein... Ein Viertel wären 25, ein Achtel, 12... Okay, vielleicht hat das 6 oder 7 Ebenen. Das wäre aber schon heftig. Wobei, das sieht deutlich größer aus. Okay. Ja, da ist mehr. Deutlich mehr zu finden. So, und das sind die stärkeren Punktkäfer. Die gibt es echt nicht zu unterschätzen. Nein, hier ist wieder so ein Schockding. Schnell, bitte einfach töten. Einfach töten alles. Gut, das war nice. Hä? Oh. Ja gut, der will jetzt gerade nicht. Logischerweise. Der will das jetzt irgendwie zerbrechen, aber hat gerade keine Chance. So, ich lasse das trotzdem erstmal links liegen. Ah, die Fels-Pikmin kommen! Okay, das ist, ich hab's mir schon gerade gedacht. Ja, die aus Pikmin 3 kennen. Die sind echt cool. Die sind nämlich steinhart. Das sind schon richtige Pikmin, oder? Ich kann mir ja fast nicht vorstellen, dass Ole Martin sein Logbuch erwähnt. Gut, dann lesen wir uns gerne mal den Bericht durch. Fels-Pikmin sind steinhart. Sie können Glaswände zerbrechen und in den Boden gerammt werden. Selbst Stacheln machen ihnen nichts aus. Doch trotz ihrer Zähigkeit können sie auf harten Oberflächen oder von den Zähnen mancher Kreaturen zerquetscht werden.
Ja, ein Stein allein natürlich kann auch manchmal nicht alles aufhalten. Na. Tja, ich hätte sie wahrscheinlich wirklich für Steine gehalten, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es Pikmin sind. Geil! Fels-Pikmin also! Willkommen im Team! Und Fels-Pikmin haben natürlich die gute Eigenschaft, dass sie ein bisschen was zerbrechen können. So, passt. Hier ist schon der nächste Punktkäfer. Ja, stimmt, okay. Wenn man ihn genau anvisiert, hat man natürlich auch das Glück, dass sie viel Schaden nehmen. Und der ist auch down. Und die nächsten Fels-Pikmin. Dann lassen wir das gleich einmal auch mal aufbrechen, ja? Vielleicht sind die der Grund, warum die Prozente so hoch sind. So, da drin ist nichts mehr, ne? So, hier ist der. Nee, okay, es gibt echt noch eine dritte Ebene. Dann ist die einfach nur dazu da, dass wir dann eben die Fels-Pikmin uns dazu holen. Wobei. Ah, okay. Da ist noch ein Schatz. Den holen wir auch sofort. Währenddessen schauen wir uns schon mal um, ob wir noch irgendwas anderes finden. Also ich brauche die Fels-Pikmin sofort wieder. Wenn die hier sind. Das sind sie jetzt. Das heißt, die können das Ding hier gleich mal zertrümmern. Gut, das Ding sieht aber auch so aus, als wäre es aus Glas, das muss man auch sagen. Also es gibt sicher schwere Sachen zu zertrümmern. Da hinten liegt auch noch was. Achso, nee, das ist der Schatz. So, was haben wir. Okay, hier komme ich nicht weiter, hier ist Wasser. Da ist natürlich schon mal nicht geil. Schauen wir sonst mal. Also, ja, da hinten die Röhre. Wasser bringt uns nichts. Ja, da drüben wird wahrscheinlich sicher noch irgendwo ein Schatz sein. Ich lasse dir das erstmal transportieren. Wir haben eh genug Pikmin. Das wird natürlich jetzt lustig. So. Ah, der hat gut eingeschlagen. Ich glaube, er hat eine Eins erwischt. Okay, ich dachte gerade, das wären deutlich mehr gewesen. Ja, schade, dass wir noch keine schwarze Zwiebel haben, weil sonst hätten wir jetzt Fels-Pikmin ohne Ende. So, und wenn das hier clean ist und der Schatzometer, das schlägt auch nochmal an. Ja, dann muss hier gegraben werden. Ist ja auch klar. Was ist das denn schon wieder für ein Schrott? Ist das eine Bambussprosse? Ja, sieht so aus. Das ist eine Bambussprosse. Nee, nee, jetzt habe ich eins wieder weggenommen. Das war auch dumm. Aber geht schon. Ja, und hier kann ich eh nichts machen. Nö. Da jetzt ein Pikmin reinwerfen wäre maximal dumm und lost. So, und wenn wir das auch haben, dann geht es gleich direkt weiter in die dritte Ebene. Bin gespannt auf den Fortschritt jetzt. Ja, der Schatzometer schaltet sich aus. Ja, leider ein Pikmin jetzt weniger. Aber ich glaube, ich werde es verkraften können. Immerhin haben wir die Stein-Pikmin, das passt auch. Das heißt wahrscheinlich, es wird dann links bei dem Ganzen irgendwo wahrscheinlich irgendwas geben, was nur die machen können. 33%! Hä? Wie tief ist die Höhle wirklich? Das ist die tiefste, glaube ich, die wir bis jetzt hatten. Das heißt, hat das Ding wirklich 6 Ebenen? Das wäre jetzt heftig. Nein, was ist das denn bitte? Was bist du? Das ist ein maximaler Punktkäfer! Schnell zurück, schnell zurück, schnell zurück! Ich verstehe die Fähigkeit von dem, der rollt also viel. Schnell, schnell. Alter, wäre der jetzt darüber gerollt, ich hätte mich aufgeregt, derbe. Er hat aber nicht mehr viel. Ey, was hat der bitte gefuttert, dass der so viel Kilo hat? Und er hat den Gestrandeten auch. Lecco mio, Alter. Der hat mich jetzt echt überrascht. Ich dachte, das wäre irgendein Bossgegner. Nee. Das ist ein überdimensionaler Punktkäfer.
Also was der, also an der Stelle, ich habe auch Übergewicht, aber was der Kerl gefuttert hat, das will ich gar nicht wissen. Was steht hier auf der Visitenkarte? Petunia Ogura, konzentrierte Intelligenz. Sie trat dem Team bei, um mit ihren unkonventionellen Methoden andere Lebewesen zu erforschen. Ist wieder ein Forschungsteammitglied. Sie möchte also andere Lebewesen erforschen. Ist sie bestimmt wegen der Pikmin und der ungewöhnlichen Fauna hier. Ey, ich pack das Vieh da gerade nicht. Das hätte alle meine Pikmin innerhalb kürzester Zeit jetzt zu Schrott verarbeiten können. Da sieht man wieder, wie krass die Roten eigentlich drauf sind. Wobei, stimmt nicht, die Schwarzen, die würden das, glaube ich, sogar überleben. Aber die Roten nicht. Die werden da einfach draufgegangen. Ja gut, okay, wenn da so eine Tonne auf die liegt, würde mich das auch nicht wundern. Leider hat es zwei erwischt von den Roten. Aber ihr Opfer wird nicht umsonst gewesen sein, das verspreche ich euch. Und wir gehen gleich direkt weiter. Ich glaube, hier ist eh nichts mehr. Und es geht tatsächlich nochmal eine Ebene tiefer. Also das war jetzt einfach nur ein Bossfight. 50%. Krass. Das Ding hat wirklich 6 Ebenen. Wenn das nicht belohnt wird, dann weiß ich auch nicht. Ich will gar nicht wissen, wie tief dann die tiefste Höhle von allen ist. Gut, der Bereich ist auch schon wieder größer. Hier muss ich von der anderen Seite. Aber wir zerstören von denen gerade alles. Also deren kompletten Königreich ist nachher im Arsch. Und das ist auch gut so, Leute. Da ist wieder ein anderer Punktkäfer. Aber wieder auch Felspikmin, die sich versuchen zu verteidigen. Genau, das ist der mit seiner langen Zunge, aber auch der hat keine Chance gegen uns. Ah, und hier ist wieder ein Bereich nur für Ojin. Gut, dann machen wir erstmal alles klar hier. Passt. Das Feuerding auch weg. Ah! Ja, ist klar. So. Hängt euch bitte mal ganz schnell daran. Passt. Alles clean. Da hinten sind da weitere. Gut, dann fangen wir an zu schleppen. Auch da hinten ist noch ein bisschen was zu holen. Hier wird auch schon wieder was angezeigt. Das heißt, hier muss irgendwo ein Schatz sein oder... Ja, tatsächlich hier ist es verbuddelt. Könnt ihr bitte anfangen zu graben? Ach komm, bitte. Hä? Ah, okay, gut. Also die Goldklumpen haben da gezählt. Jetzt, wo wir die haben, zählt, ist das jetzt weg. Okay, hab verstanden. So, was haben wir hier noch? Okay, hier runterspringen ist natürlich gefährlich. Wobei, solange die Pikmin auf mir oben sind, passt das. Hier komme ich nicht durch mit Ojin. Da ist natürlich Fail. Und vor allem, ich muss ja dadurch. Das bedeutet. Lieber Ojin, rein da mit dir. Und jetzt mittlerweile weiß ich natürlich die Steuerung, wie man das Ganze macht. Y gedrückt halten und jetzt wechseln wir zu ihm. Ja, wow, er hat wirklich nur eine Aufgabe, diesen behinderten Schalter drücken. Genau, und jetzt haben wir es. So, einmal transportieren. Das kann er sogar alleine, das passt schon. Währenddessen mache ich mit meinen anderen Pikmin mich auf den Weg. Und wir gönnen uns schon mal die weiteren Gegner. Ich glaube, hier haben wir dann eh alles. Ja, sieht gut aus. Also es sah wieder nur schwieriger aus, als was es in Wirklichkeit ist. Okay, die haben mich jetzt leider gerade gesehen. Nein, sie haben was erwischt. Wieder einer weniger. Ah, das, die Zunge von dem Biest ist halt echt mies. Aber juckt nicht, jetzt haben wir eh wieder Ojin hier. Das heißt, mit dem werden wir das Vieh erstmal umkreisen. Ne?
Ich hätte sogar eine gute Idee. Dreh dich bitte um. Genau. Ja, geil! Das war eine gute Aktion. Die sind alle von Ocean abgesprungen wieder und haben das... Das haben wir beim letzten Mal beim Dory-Duell auch so gemacht. Da haben wir richtig von dieser Attacke profitiert. Geiler Scheiß. So, hier ist dann nichts mehr. Aber das müssen wir noch freilegen. Und dann passt das. So, und das Schatzometer, das schaltet sich tatsächlich jetzt aus. Das heißt, das war der letzte. Heißt das, wir können das jetzt abschließen, oder? Weil mehr ist hier nicht. Nope. Na gut, dann haben wir auch Ebene 4 erledigt. Das sind alles zu kurze Ebenen, aber trotzdem, wenn es 6 sind, dann ist es halt schon heftig. So, jetzt aber wichtig. Wenn das so weitergeht, dann müssten jetzt so um die 66 stehen. Ja, tatsächlich. Das heißt, beim nächsten dann stehen wir bei 82 oder 83 und dann in Ebene 5 müssen wir die 100 haben. Wahrscheinlich ist dann in der letzten Ebene nochmal so ein fetter Bosskampf, der mich richtig triggern wird. Gut, hier haben wir nichts. Ach so, hier ist ein Face-Pigment dahinter. Okay, ich dachte gerade, nicht, dass wir da wieder so eine Scheiße haben, wo dann irgendwie alle ausflippen. So, werte Face-Pigment. By the way, eine Sache haben die Face-Pigment auch noch immer gut. Und zwar, sie können relativ viel Schaden auf einmal machen, wenn sie angreifen. Nee, er hat einen erwischt. So ein Bastard, ey. Gut, seine Kinder sind weg. Das merkt er gar nicht. Und let's go. Down. Der hat einfach Würfel. Einfach Pokerwürfel. Nee, das heißt, ich muss jetzt einen fetten Umweg laufen. Ja, scheiße. Aber egal. So, und die nehmen wir natürlich auch noch mit. Ist eh egal, wer sie eigentlich schleppt, weil es werden im Endeffekt eh nur rote Pigment werden. Also ich bin gespannt, wie viel wir dann nachher rausgehen. Das sind ja safe irgendwie so um die, was weiß ich. Auf alle Fälle viele dann, die wir kriegen. Also um die 250 rote könnte ich mir schon vorstellen, dass wir nachher haben. Das heißt, wir können nachher auf die Vermehrung der Roten sowieso komplett Du läufst da nicht lang, Alter. Bist du verrückt? Bist du verrückt? Lass das Ding da sofort liegen. Der läuft gleich einen komplett anderen Weg. Da hätte er mich jetzt aber wirklich krank gemacht. Da können wir jetzt dann über andere Wege auch noch holen. 206 Rohmaterial mittlerweile. Hier noch mehr Face Pigment. Das nutzen wir natürlich sofort aus. Das heißt, wir erhöhen unsere Zahl der Face-Pigmen jetzt auf 25. Gut, den haben wir natürlich auch sofort zum Holen. Ah, ist einer dieser Käfer, die die Pigmen normalerweise immer verfolgen, nicht wahr? Ich glaube, das war gut. Der Käfer ist weg. So, das haben wir auch. Dann das Rohmaterial und jetzt können wir hier noch schnell buddeln. Warte, wo kommt der her? Oh, der ist einfach runtergefallen von oben. Der wollte mich überraschen nochmal. Respekt, ist fast. Ist das eine Gurke? Und eine Zucchini, oder? Ah, eine Zucchini. Immer wieder interessant, was man hier so unten findet. Vor allem diesmal jetzt alle möglichen Arten von Früchten oder whatever. Boah, der Part wird ja heute richtig lange werden durch die Höhle.
Aber doch, das ist wert, liebe Leute. So, dann schauen wir gleich mal wieder, ob sich das Schatzometer ausschaltet. Ja, es tut's. Gut, dann, bitte, liebe Big Pikmin, mitkommen. Glycerium erhöht sich auf 5582. Und der fünfte von sechs Räumen ist damit auch erledigt. Ey, ich reg mich nachher so auf, wenn da 99% steht, ich schwöre. Oder irgendwas anderes. Lass es bitte abschließen. 83, gut. Last Change. Das ist die heftigste Höhle, glaube ich, in dem Gebiet. Oh Gott, was kommt hier jetzt? Nein, da ist irgendwas. Ja, da ist nichts mehr außer ein Kampf. Was ist das? Nein! Ist das der ich glaube? Ist das der Boss? Ist das der letzte Boss aus Pikmin 1? Der sieht gerade echt so aus. Ja, das ist er! Nur halt in kleiner Formation. Er hat alle gekillt, oder? Scheiße, er hat meine kompletten Pikmin gekillt. Ich hasse diesen Typen so viel. Kann ich Verstärkung rufen? Nee, oder? Er hat mich komplett geschwächt. Ich bin down. Ich kann nichts mehr machen. Ich muss das jetzt mit meinen Fels-Pikmin durchstehen. Jetzt haben sie ja vieles Fels-Pikmin auch noch gekillt. Ja, nee, ey, das gibt's doch nicht, ey, was ist das denn? Ja, wieder. Wieder getroffen. Ey, warum müssen das beide sein? Der killt mir gerade alle. Der killt mir gerade alle. Ich hatte gegen diesen Gegner immer Probleme. Und jetzt hat mir der alle Pikmin gekillt. Ey, das ist so ein Verlust gerade. Ich krieg ja gleich einen Anfall. Ich krieg ja gleich so einen Anfall. Also der 60er Kill von meinen Roten war absolut lächerlich. Wieder wen gekriegt. War das mein letzter roter Grat? Ja, der ist auch weg. Bin ich jetzt Game Over? Scheiße. Wir können die Zeit zurückdrehen. Auf 5 Tote. Gut, dann machen wir das einfach mal. Ey, das war so scheiße von mir gerade. Ey, das ist so belastend gerade. Also, ich hasse diesen Gegner so viel.
Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Gut, diesmal gehen wir besser voran. Okay, vielleicht ist er doch gar nicht so schwer, wie ich dachte. Er hat wieder ein paar gekillt, aber... Nein, jetzt hat er mir wieder alle geraubt. Schnell her, alle, schnell her, schnell her, schnell her. Gut, der erste ist down, okay. Also mit dem Ganzen geht es schon leichter. Oh Gott, oh Gott. Alle her mit euch, alle her mit euch, sofort. Das ist ein kompletter Fail gegen den Typen gewesen, ich weiß, aber... Was soll ich tun? Nee, nicht schon wieder! Ich hasse ihn! Ich hasse ihn! Entwickler, ihr seid solche Schweine, für das, dass ihr den wieder reingebaut habt. Jetzt ist er down. Den Kerl will keiner haben. Sorry, Leute, dass ich mich gerade so aufrege, aber ich hasse den einfach. Ich hasse ihn wirklich mehr als alles andere. Gut. Mit roten natürlich geht's einfacher, aber ohne rote war das unmöglich. Das hat das Einzige, was mich jetzt gerade von der Niederlage bewahrt hat, war einfach nur, dass ich einen roten noch hatte. So, und der wird mir jetzt hoffen. Und die roten werden mir jetzt hoffentlich gleich wieder erstattet. Wenn wir das jetzt alles nach Hause bringen hier. Mal sehen, ob die Visitenkarten uns weiterhilft. Oh, wisst ihr, wer das ist? Rettungscrew-Mitglied. Digga, du warst. Wegen dir, Bastard, muss ich mich hier jetzt gerade komplett durchquälen. Ich hasse dich, du Rettungsschumikel. Oh, wie heißt der? Spanel. Okay, Spanel, du bist ein Bastard, dass du dich ausgerechnet in die Höhle verpissen musstest. Ein Arzt, der ungewöhnliche Fälle liebt und bei der Behandlung nur zu gern mit neuen Medikamenten experimentiert. Sehr gut, wir haben einen weiteren unserer Kollegen gefunden. Spanel, ein talentierter Arzt mit einem großen Wissensschatz. Wir brauchen ihn, um kranke Verletzte zu behandeln. Vielleicht hat er sogar eine Idee, wie man den Gestrandeten helfen kann, die in Laublinge verwandelt wurden. Jetzt fehlt nur noch ein Mitglied der Rettungscrew, nämlich unser Pilot. Suchen wir also weiter. Digga, ich hoffe, du warst den Stress wert. Ich hoffe, so er war der Stress wert. Eigentlich war er es nicht. Es ist nicht in Worte zu fassen, was ich mir hier gerade antun musste. Warum reagiert das Schatzometer eigentlich gerade noch? Ist da noch irgendwo was versteckt? Ah, ja, tatsächlich, da geht's noch weiter kurz. Mhm, tatsächlich. Hier komme ich gar nicht hoch. Die gute Frage ist, kann ich das jetzt schwimmen, ohne dass meine Pikmin draufgehen? Ja, sieht gut aus. Okay, also solange meine Pikmin auf mir drauf sind, geht das. Weil das war immer meine Angst, die ich hier hatte. Wobei, wenn jetzt einer runterfällt, glaube ich, ist den Schaden können wir, glaube ich, verkraften. So, die sind weg. Ja, die Pikmin können eh hier runterklettern. Ich meine, selbst wenn es die Pikmin nicht können, ich habe noch immer Ojin. Der auch viel leisten kann. Gut, dann. Bringen wir das Ding nach Hause. Das wird der letzte Schatz sein. Und dann haben wir's. Der Typ hat mir Nerven gekriegt. Wie viele Pikmin haben wir jetzt verloren? 69 habe ich jetzt noch. 25. Also... Hä, nee, oder? Ich habe aber mehr als 6 Pikmin verloren hier jetzt, oder?
Ist wirklich nur einer draufgegangen jetzt beim zweiten Versuch? Heftig, wenn das so ist. Na gut, juckt mich nicht. Schatzometer hat sich ausgeschaltet, das passt. So, raus aus dieser Hölle hier. Und wenn du mir jetzt sagst, dass es nicht die 100% sind, dann wirklich Anzeige ist raus. So, zwei Gerettete. Das heißt, die Motivation steigt auch ordentlich in die Höhe. Boah, so viele Schätze gerade. Über 1000 Glycerium. Ja, Gott sei Dank. Okay, wir haben 16 Rote verloren insgesamt. By the way, ich habe gerade vergessen was. Also, es stimmt natürlich nicht, dass wir jetzt... wir kriegen ja jetzt nur Glycerium für die getöteten Gegner da drin. Es wäre schon... Also sonst von den Keimen her wäre es, glaube ich, schon, hätten wir jetzt schon um die 250 Roten, aber nee, das ist halt leider nicht so. Das heißt, wir müssen die Roten nach wie vor selbst nachkeimen. Alter, mein Knie tut mir jetzt auch richtig weh von der ganzen Hektik. Das Ding hat jetzt über eine halbe Stunde gedauert und wir sind wahrscheinlich jetzt noch am Tag anfangen, nicht wahr? Bin ich mir eigentlich schon fast sicher, dass wir jetzt noch am Tag Anfang sind. Na gut, wir schauen einfach mal. Erstmal machen wir wieder unser übliches 20-30er System jetzt hier mal. Sind wir jetzt auf der anderen Seite? Ne, sind wir nicht. Das ist wirklich eine eigene Höhle. Gebiet zu 50% erforscht. Ich glaube, wir haben jetzt schon gerade deutlich mehr als 50. Kann man das... 55 erst? Okay, da hat die Höhle gar nicht mehr so viel gezählt. Und tatsächlich, der Tag ist kaum vorbei. So, was haben wir hier? Hier war ja auch noch irgendwo ein Gegner, genau der Fliegende. Das ist übrigens der, der, soweit ich weiß, die Pikmin nimmt und dann wieder einbuddelt. Also in die Erde, als wären sie noch gar nicht gekeimt. So, da unten Gegner haben wir, glaube ich, eh nicht, ne? Das heißt, wir können das hier runterschieben, ne? Und können damit hier das Gebiet eigentlich schon fast abschließen mit allem. Gut, hier warten wir noch ganz kurz. Jetzt. Wartet, nein. Kommt da runter bitte ganz kurz, ich will, dass er blau wird. Los, werd blau bitte, danke. So, jetzt bin ich zufriedener. Das heißt, die Blauen können sich nämlich jetzt noch weiter vermehren. Und hier haben wir... Oh, wir haben genau 30 noch mit, das passt. Das heißt, wir können das alles jetzt hier noch schleppen. Ansonsten, ein Schatz ist hier noch irgendwo. Das ist dort einmal und dann da. Ich muss kurz mal voranlaufen. Ich habe gerade nämlich eine andere Idee, eine gute. Bevor das jetzt zu lange dauert. Das wäre nämlich nicht dann Dory-like. Kurz mal die Basis hier her verlegen. Und die da drüben hole ich mir gleich mal alle. Denn genau das sind die Dandori-Künste, die von uns verlangen. Hä? Ah, hier ist jetzt gar keiner. Gut, das heißt, wartet mal, ich schau mal kurz. Ja, das hier können wir eigentlich alles vervollständigen. Da oben die Brücke reparieren. Weil dafür haben wir genug. Und das heißt, wir machen das hier heute erstmal vollständig. Vor allem hier ist eh noch eine weitere Höhle. Das werden wir hoffentlich alles heute noch hinkriegen. Ja. So, ich habe die vollen 50 wieder. Gut, dann zurück da nach oben. Und vor allem den Elektrozaun da oben einreißen. Der mich hier gerade nervt. Oh nee, da ist sogar einer von diesen Gegnern wieder. Die ihre Elektroschocks abgeben können. Die sind ja sonst ungefährlich. Das Einzige, was sie können... Hä? Das ist der Schatz? Geil! Das ist so ein komischer Rosenzweig, oder? Oh mein Gott. Alles klar.
Ja, müssen wir jetzt eh auf die Gelben warten. Ne? Und es ist dann gleich direkt mal Halbzeit. Aber je schneller wir mit dem fertig sind, umso besser. Ich dachte jetzt, da wäre irgendwas Cooles gewesen, aber nee. Tja, Kollege, da bringt dir nichts. Und down. Warte, hey, die Gelben sterben doch. Okay, gut. Dann sterben die Gelben halt doch. An dem Elektroschock. Ich dachte eigentlich, sie würden nicht. So, das ist so eine Art, wie nennt sich das ganz schnell? So ein Teil von so einer... Wie heißen denn diese Puppen da, die, wo man die aufmachen kann? Und da drin ist dann mal die gleiche Puppe, nur halt in kleiner. Wie heißen die Puppen ganz schnell? Ich weiß es jetzt nicht. Ah, das ist so eine. Ihr wisst, was ich meine. Dass mir der Name einfällt? Nee. Ich hab grad echt keine Ahnung. So, passt. Ach so, da haben sich jetzt neue gebildet. Okay, stimmt ja. Gut, dann würde ich sagen, ab in die Höhle dann oben. Prozentfortschritt 56. Ja, ich sage ja, da draußen zählt ja wirklich gar nichts irgendwie in Prozent. Das ist so ein Thema, machen wir die 70 an der Stelle voll. Nur mal so angemerkt. Einen Scheiß machen wir. Verborgener Innenhof. In der Natur finden wir viele Beispiele für Mimikry, bei denen potenzielle Beutesicherheit vorgegaukelt wird. Nie hätte ich gedacht, dies aus erster Hand zu erleben. Doch nun weiß ich, dass Gefahr sogar in Dingen lauern kann, die weich und harmlos wirken. Okay. Wir machen einfach mal die, das, was da vorgeschlagen wird, nämlich 25, 25 Gelb und Eis. Ey, wir stehen jetzt schon bei über 40 Minuten. Also ich glaube, das wird heute der erste Part, der eine Stunde lang wird. Aber ganz ehrlich, Leute, wer rechnet denn damit bitte, dass die eine Höhle so lang dauert? Und da bringt die noch so wenig Prozent. Das waren 12 oder so. Deswegen, wir geben jetzt Gas, liebe Leute. Wir schauen uns jetzt spontan hier um und geben Gas. So, und Ocean kann ja auch gleich mal helfen beim Tragen. So, schauen wir gleich mal weiter. Ah, da drin sind blaue. Ich traue mich da jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht, da jetzt groß mit dem Eis irgendwas zu machen. Weil ich glaube, das könnte die sogar töten. Deswegen, wir entlasten jetzt einfach mal alle. Und ich gehe kurz da allein rein und hol mir die. Kurz mal absteigen. So, dann wähle ich kurz mal Ocean aus. So, und jetzt nochmal der Befehl. Nein, nicht wechseln! So, nochmal. Nein, das auch wieder nicht. Ey, das ist so kacke teilweise. Jetzt aber. Man muss nur Ocean auswählen und dann geht das auch. So, passt. Jetzt bin ich zufrieden. Also, holen wir uns gleich mal die Blauen, die da drin sind. Da hinten wird auch gerade gekämpft, sehe ich. Da ist wieder ein Quietscheentchen. Genau, die Blauen da unten sind natürlich auch eine wichtige Sache. So, einmal. Und solange die Gegner nicht besiegt sind, hören die scheinbar nicht auf uns. Also die sind so fokussiert in ihrem Kampf, bis wir die besiegt haben. Gut, haben wir. Dann laufen wir kurz einmal im Kreis hier auch. Dann können wir uns die Quietscheente auch holen.
glaube, die braucht ja nur 10 oder so. Das heißt, die können das gut durchs Wasser tragen. Ah, gut. Okay, erstmal müssen wir die ganzen Gegner hier besiegen. Die können ja zum Glück nichts besiegen. Die laufen da einfach irgendwie nur verwirrt rum die ganze Zeit. So, passt. Der ist down. Hier ist noch ein Blatt und die Blätter da drüben auch natürlich. Okay. Ah, jetzt wurde ich, glaube ich, einfach geklatscht gerade. So, da den haben wir und da hinten noch. Nein, 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 blauer, blauer, blauer. Hier geblieben. Wir müssen kurz warten, bis er den geklatscht hat. Jetzt aber. So, und jetzt können die das ziehen. Ansonsten, was haben wir hier sonst noch? Eigentlich gerade relativ wenig, wenn ich das richtig sehe. Also jetzt können wir auch wieder die ganz normalen nehmen und da drüber latschen. Ja, schau ich das an. Die latschen jetzt einfach durchs Wasser und das passt dann. Gut, dann. Nee, 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 nicht fortsetzen. Nicht fortsetzen. Erstmal die ganzen Blätter noch holen, weil die bringen ja auch ein bisschen was. Der eine lebt sogar noch, sehe ich gerade. Ey, bin ich blind eigentlich. Aber jetzt. Da unten sind auch noch Gegner. So, die Pilze, haben die noch irgendwas zu bieten? Okay, eins von den Dingern. Können wir natürlich gerne mitnehmen. Hier haben wir alles. Und hier können wir jetzt alles sehen. So, ich habe alle Pikmin, die ich brauche. Das Einzige, was jetzt noch wichtig wäre, sind die Gegner da drin. Die halt nur mit Wasser, sind und somit anders nicht zu holen gelten. Und ich glaube, das müsste der letzte dann gewesen sein. Das heißt, ich kann mir den Rest jetzt schnappen und auf nach oben. War halt leider auch nicht die einzige Ebene, das ist das Problem. Boah, Leute. Der Part hat's in sich. Der Part hat's wirklich in sich. Ja, ich habe alles. So, und jetzt sag mir bitte nicht, dass da auch wieder 16% oder so steht. 25, okay, es sind 4 Ebenen. Ist auch viel, aber besser als alles andere. Aber ja, der Stundenpart ist damit, glaube ich, auch heute confirmed. Hatte ich eigentlich nicht vor, aber ja. Ich will schon Partnummer gleich Tagnummer und deswegen, ja, wenn, wobei, ich könnte es einfach umbenennen in Part 9,5 oder so. Das wäre natürlich auch möglich. Okay, da ist so ein Nektar drin, okay. Ich hatte gerade Angst, dass das so ein Gegner war. Ich schau kurz mal. Oh, oh. Ja, da wartet so ein Frosch. Gut, da weiß ich schon, was ich mache. Erstmal schön freezen alles. Ja, das habe ich natürlich gar keinen Bock, dass mich der da besiegt. Also die Frösche sind Werte, das ist schon mal etwas. Weil die haben mich eh immer genervt. Weil die machen immer so einen eher unerwarteten Sprung und dann auf einmal hast du Probleme. Das ist eine Glocke, die sich da gerade so komisch bewegt. Alle trickt gerade irgendwie. Ich weiß nicht, wie es euch geht. So, 2 von denen sind sogar noch arbeitslos. Nehme ich gleich mit. Ach, das ist ein Gegner. Warte kurz mal. Das müssen wir besiegen. Gut, ist aus. Und da besiegen wir gleich mal direkt. Oh, das war ein Elektrofeld. Hat's aber überlebt alles. Jeder hat überlebt.
So, passt. Oh, da hinten ist... Nein! Ah, der kam wieder aus dem Nichts. Das regt mich jetzt schon wieder so auf. Okay, die können aber eher weniger was. Also töten tun die jetzt eher weniger. So, da hinten ist dann wieder der nächste Ausgang. Den Schatzhammer. Ah, und da hinten war der Frosch. Okay, den müssen wir leider dann doch auf die eher riskantere Art besiegen. Ne? Der hat auf alle Fälle einen von unseren Kollegen. Und das nutzen wir natürlich sofort aus, um den zu besiegen. Einmal bitte transportieren und dann bin ich zufriedener. Ah, warte mal, hier kann man ja was einbrechen. Bin ich vorher gar nicht drauf gekommen. Ja, die werden jetzt leider doch den anderen Weg laufen. Vor allem, wenn die da einmal unten sind, dann... glaube ich schon. Außer sie wollen nochmal umdrehen. Kann auch sein. Gut, offen ist. Ne, ne, die laufen alle. Oh, und hier ist eine Kiwi. Da, die kann man leicht übersehen. Das muss ich jetzt offen und ehrlich gestehen. Nein! Ich muss da schnell hin, ich muss da schnell hin. Okay, der Typ ist auch da. Aber die Spinne habe ich jetzt nicht kommen sehen. So, Universalster-List. Auf dem Stichwort neuer Look hin stellt der Kunden im ganzen Universum mit Lichtgeschwindigkeit sein Können unter Beweis. Was machen denn ein Stylist ausgerechnet hier? Er muss aus einem Grund hier sein. Wie seltsam. Nun, wir können ihn fragen, nachdem ihr ihn zurückgebracht habt. Ah, der ist eingefroren. Okay, geiler Scheiß. Gut, down. So, jetzt können die das bitte jetzt in Ruhe mal tragen. Ja? Gut, und dann habe ich hier noch das Drübere da übrig. Die sind jetzt alle arbeitslos, stimmt schon, aber hat sich gleich erledigt. So, jetzt habe ich wieder 50. Ey, wo sind die anderen 10? Achso, die sind ja noch eingefroren, stimmt ja. Gut, gefreezed, passt und down. Aber was bringt mir der Teil jetzt eigentlich? Okay, hier sind gelbe. Ah, okay, da oben ist es. Ja, ich weiß schon, was kommt, nicht wahr? Die Blauen müssen das jetzt angreifen und dann wird das wahrscheinlich überschwemmt werden. Oder irgendwie so. Oder nicht. Okay, kann auch sein, dass ich mich täusche. Ne. Dann war das wieder nur um das Wasser irgendwie. Ich dachte eventuell, dass sich das jetzt voll füllt, aber... Nee, ich sehe schon, was Sache ist. Ich muss von hier die gelben darüber bringen. Und wenn wir das Teil da drüben haben, dann müssten wir, glaube ich, eigentlich schon wieder Klubin, wollte ich gerade sagen. Komplett sein. Die Ebene ist dann auch schon zu 75% abgeschlossen. Ja, Leute. Es wird wahrscheinlich nicht der einzige Part bleiben, der über eine Stunde lang ist. Also ehrlich gesagt habe ich gehofft, dass es so weit nie kommen wird, aber ja, irgendwann ist es halt doch mal soweit. Und wie gesagt, ich werde mich daran halten, Tag ist gleich Partnummer. Und wenn wir halt in 20 Tagen fertig sein sollten, dann sind es halt nur 20 Parts. Auch wenn die eine Stunde lang sind, im Schnitt. Ich meine, da im Fokus liegt ja sowieso heute unser Fürst Knollenauge, wie der Gegner ursprünglich hieß, aus Pikmin 1. Der leider heute mich kurz mal auseinandergenommen hat und das tatsächlich auch geschafft hat. So, Ebene 2 ist abgeschlossen, steht da. Das heißt, wir können weiter in die dritte. Aber wenn das wirklich jetzt so ist, dass Höhlen so um die 6 Ebenen haben, das ist halt schon krass. Vor allem das Glycerum, ich habe sogar gesagt, die 7000 machen wir hier sicher voll und so ist es auch gekommen. Und das alles nur, damit wir mal mehr als die Hälfte von der Welt überhaupt hinter uns haben.
Also die Entwickler haben sich schon ordentlich was dabei gedacht. Ja, überhaupt kein Problem. Ja, easy alles hier. Das ist wieder so was, nicht wahr? Was Wasser spuckt. Deswegen erstmal ruinieren. Oh Gott, was bist du? Okay, ich will es ja nicht herausfinden, was es ist. Bevor es was tut, töten wir es. Da oben, lol, da oben ist einfach so eine Korbknolle. Es wird immer interessanter hier, diese Welt. So, den Hammer. Den müssen wir leider von der anderen Seite aus machen. Das ist aber trotzdem krass. Also eine Korbknolle habe ich jetzt nicht kommen sehen. Da unten ist dann schon wieder das nächste. So, eine weitere Kiwi. Gut, und das haben wir schon mal freigelegt. Das ist ein großes Ei. Das hat sicher einen Gegner-Intus, nicht wahr? Ja, natürlich, da ist er ja schon. Ja, tatsächlich, okay. Nein, und er hat Ice Pikmin jetzt getötet. Okay, ich hab's jetzt verstanden, das ist 10. Der hat so eine Art Magensäure da drin. Und das schlägt zu. Und das hat mir jetzt leider 3 Ice Pikmin gekostet. Das ist eh schon so problematisch, weil Ice Pikmin eh so schwer zu bekommen sind. Deswegen, wir müssen da aufpassen. Ja, okay, und die Blauen, die lassen sich halt nicht davon irritieren. Gut, down. Und die Dinger holen wir natürlich auch sofort. Gut, das passt. So, dann ist das hier auch erledigt. Das Ding da oben brauche ich natürlich noch. Nein! Jetzt ertrinkt das Ding auch noch. Ich weiß Bescheid. Ein Pikmin wird nass und braucht Hilfe. Halte B gedrückt, um das Wasser abzuschütteln. Ja, bin ich ja schon dabei. Hör mir auf, das Ding zu erklären. Ich weiß Bescheid. Von dem Ganzen. So, besiegt. Die Zero mittlerweile auf 6500. Ich glaube, wir kriegen das in der Höhle tatsächlich noch voll, die 7000. Nein, die Blauen jetzt auch wieder. Aber die Blauen kann ich verkraften, ehrlich gesagt, weil die können wir nämlich vermehren. Das, was wir bei den anderen eben nicht können. Gut, 63, die volle Anzahl wieder. So, wo waren wir jetzt noch nicht? Da ist ein Gitter, da komme ich leider nicht durch. Gut, da muss ich auch nicht durch mit Ochin. Das ist einfach nur zum Transportieren gedacht. Hier ist auch alles clean. Ah, aber hier ist so ein unfaires Blatt. Und hier kommen mehrere von denen noch nach. Die besiegen wir natürlich alle sofort. So, und dann kommen wir jetzt endlich da oben zu der Knolle. Und hier ist auch noch was versteckt. Ich vermute mal, da wird wieder so Rohmaterial drin sein, von dem ich mittlerweile 300 habe. Mhm, so ist es auch. Das ist schon einiges. Boah, Alter, wie viel Rohmaterial kommt da bitte raus? Ja, bitte gleich sofort transportieren, so schnell wie es geht. Jetzt haben wir es.
Gut. Erdloch auch erledigt. Die Korbknolle ist natürlich gut. Das heißt, wir können draußen jetzt 60 Pikmin holen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Gut, und ich glaube, Ebene 300%. Gut, damit bin ich zufriedener. Das heißt, ab in die letzte. Ich genieße es, dass wir bis dato eben jede Höhle übrigens zu 100% gemacht haben. Ich glaube, das ist auch wirklich deutlich einfacher, als es in Pikmin 2 war, weil da hat man schnell mal was vergessen. Gut, Nintendo macht es mittlerweile sowieso so, dass es einfacher wird oder kinderfreundlicher, sagen wir es mal. Ich meine, das Zeit-Zurückdrehen, das hätte es ja ursprünglich nie gegeben am GameCube. Das kann ich euch versichern. Und ein Gestrandeter ist ja auch noch irgendwo in der Nähe. Zumindest wenn man den Sachen gerade glauben kann, die mir da gerade erzählt werden. So, hier ist offen. Ich schaue mir kurz mal die Map an. Okay, es ist gar nicht mal allzu groß. Da geht's runter. Oh nee, da wird wieder irgendwas in Richtung Kampf kommen, oder? Natürlich. Wetten, ich krieg jetzt wieder aufs Maul. Das sieht doch schon eindeutig so aus. Yo, perfekt. So, schauen wir mal. Oh, 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 oh. Okay, es leben noch alle. Ich habe den Gegner aber verstanden. Ne, jetzt habe ich wieder zu früh losgelassen. Also wir müssen immer aufpassen, wie die Flüssigkeiten fliegen. Und vor allem, was auch wichtig, glaube ich, wäre, ich sehe das gerade, ich sollte vielleicht mit den Eispikmin angreifen. Der Gegner ist sogar noch ein bisschen einfacher. Mann, jetzt habe ich wieder alle zurückgerufen. Ich glaube, es ist wieder mal an der Zeit, dass wir kurz mal einen unserer... Wartet, einen unserer Boosts aktivieren dann später. Gut, jetzt kann er nicht angreifen. Und jetzt Vollgas. Aktivieren. Oh, das ist nice. Also wir können die Eisdinger auch aktivieren. Oh, warte, da ist ein Eispikmin drin gefangen. Schnell, die Zeit läuft. Der wird jetzt aggro. Schnell, bevor der Boost abläuft. Er ist aus. So, wir haben alle wieder hier. Ich habe noch meine vollen 360. Also Stand jetzt hat er mir noch gar keinen gekillt. Das ist eh gut. Viel Leben hat er nicht mehr. So, und jetzt geh endlich drauf. Und er ist down. So, gestandeten nehmen und weiterziehen. Den Gegner kannten wir noch gar nicht. Das muss ein neuer gewesen sein. Allgemein. Oh, und hier ist sogar noch was. Ein Schatz. So eine Phantommaske, oder? Von der... ist aber nicht die Maske von Phantom der Oper, oder? Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht, wobei das auch eine geile Geschichte wäre. So Easter Egg-mäßig halt. Weil das macht Pikmin ja aus. Lasst uns einen Blick auf die Visitenkarte werfen. Mika. Bildungsreise-Touristin.
Eine neue Dozentin an der Alalion Akademie, die den Geowissenschaftsclub der Hochschule als Mentorin unterstützt. Okay, also eher ein Nerd. Sie ist also Dozentin. Ob sie von ihrer Universität aus einer Exkursion hierher unternommen hat? Oh, aber das könnte ja bedeuten, dass noch mehr Leute von der Universität auf diesem Planeten gestrandet sind. Wir sollten so schnell wie möglich mit ihr sprechen, um herauszufinden, wer noch alles hier ist. Aber Leute, was mich freut, wir schaffen es gerade, dass wir keine weiteren Laublinge finden. Das heißt, wir retten die gerade alle rechtzeitig, bevor sie alle zu Laublingen werden. Na gut. Das heißt, Ebene 400% und damit ist die Höhle auch zu 100% abgeschlossen. 343 Rohmaterial mittlerweile. Das ist heftig. Also damit können wir jetzt einiges anfangen. Ich glaube, wir können uns wirklich beim nächsten Mal einige Fähigkeiten kaufen. Je nachdem, was auch neu dazukommt. Und vor allem, wir kriegen wieder mehr Motivation. Das ist so abnormal, was wir heute im Part leisten. Innerhalb eines Tages vor allem. Ja, und die Eispigment ist schade. Wir haben jetzt keine 55 mehr, sondern nur 52. Wichtig, ich glaube trotzdem noch immer nicht, dass es eine Zwiebel von den Eispigment gibt. Und das wäre ein Problem. Ja, wir brauchen das. Wir brauchen das wirklich dringend. Ohne Eispigment wird es, glaube ich, schwierig. Wobei, vielleicht sind Eispigment einfach auch nur so eine, ich sag mal, dazu... So eine extra Sache. Einfach damit zum Beispiel eben mit dem Gefrieren von Wasser alles ein bisschen einfacher ist. Aber das nächste heißt der stille Ufer, das nächste Gebiet. Deswegen, ich glaube, Eis ist nicht so verkehrt. So, da ist die Knolle. Und das bedeutet, wir kriegen wieder mehr Kapazität. 10 Pikmin mehr. So, Eis lasse ich jetzt mal links liegen. Wir gehen volle Kanne auf gelb und blau. So, kurzer... Oh, der Tag ist fast vorbei schon. Gut, das heißt, wir können jetzt eh gar nicht mehr allzu viel machen. Ich meine, hier ist alles abgeschlossen. Das ist, was war das Lila denn nochmal? War das ein Gegner? Ich weiß es nicht. Oder dass hier irgendwas vergraben war. Ich habe das gerade spontan vergessen. Ah, oder war das der Schmetterling? Das kann natürlich auch sein. Das kann sein, dass es der Schmetterling ist. Gut, dann machen wir uns schnell auf den Weg und versuchen noch ganz kurz die Brücke vollständig zu machen. Hier das Freibuddeln, das geht auch noch ganz schnell, deswegen alle gelben da sofort rein. Und mit dem blauen volle Kanne hier zu der Brücke. 29 braucht es, das können die schaffen. Weil da brauche ich mich beim nächsten Mal nicht stressen. Und da hinten sind sogar noch weitere Rohmaterialien. Was war hier jetzt? Nichts. Ah doch, da war die haben auch was mitgenommen. Dann waren das auch nur weitere Rohmaterialien. Da oben sind noch Gegner. Einmal mitnehmen, bitte. Und ich laufe ganz schnell zu den Blauen. Weil die bleiben da oben stehen. Das heißt, die würden alle drauf gehen, wenn ich die jetzt vergesse. Und das will ich auf alle Fälle nicht. So, Brücke, komm. Lass sie fallen. Da ist sie. Also, wir haben freie Bahn. Da vorne ist auch sogar direkt die nächste Höhle. Hier sind drei Schätze oben. Wie komme ich da hin? Über die Brücke. Die führt darüber. Das bedeutet, der Weg... Ach du Heilige, das ist ein Weiter. Ja, das ist echt ein Weiter. Am besten ist es, das sehe ich jetzt gerade. Wir müssen... Oh nee, wir müssen von der anderen Seite dann kommen.
Das können wir dann auch noch kurz runter machen. Also hier ist eine neue Höhle auf alle Fälle. Ja, da kommt einiges noch auf uns zu. Aber hey, der dritte Part, auch wenn er eine Stunde lang ist, wir haben es trotzdem geschafft. Über eine Stunde 10 wird er gehen. Trotzdem haben wir es gut geschafft heute. Und deswegen, wir können den Part eigentlich an dieser Stelle dann beenden. Ne? Ja, also ein vierter Part wird es auf alle Fälle werden. Ne? Und ein fünfter sowieso. Vielleicht auch wieder ein sechster. Wir werden schauen, wie weit wir kommen. Auf alle Fälle hoffentlich beim nächsten Mal humanere Aufnahmezeit von keiner eine Stunde 10. Wir freuen uns trotzdem einfach. Ich meine, viel Motivation, das stimmt. Leider kaum Pikmin-Vermehrung aufgrund wegen der Höhle. Der Höhlen. Aber dafür viel Glycerium, viele Schätze. Viel für Ojin, allgemein von der Motivation. Das passt schon. Wir freuen uns trotzdem, auch wenn es ein Überlängenpart ist. Vor allem das Rendern wird lustig. Ich freue mich schon beim Hochladen. Da wird es nicht um die 20 GB sein. Das wird eine halbe Ewigkeit dauern, bis es hochgeladen ist. Geil, Alter. Mit 6 Motivation kann Ojin wirklich viel machen. Ja, die Liste ist jetzt lang. Also, wir haben so viel da gesammelt, das ist abnormal. Schau euch das an. ...2091! Das kriegen wir nie wieder hin. Das ist das meiste, was wir, glaube ich, je haben werden. Und der Fortschritt ist trotzdem gerade einmal... ...um 26% gestiegen. Fuck, Alter. Rohmaterial ist natürlich heftig angestiegen. Wenn ich das richtig zähle, dann fast verdreifacht. Und vom Keimen her, ja, rote haben wir mehr verloren als gekeimt. Blaue sind ordentlich wieder angewachsen. Leider Eis auch verloren. Und die Fels sind natürlich dazugekommen. Also, ja. Was das Vermehren der Pikmin angeht, eher meh. Aber ja, was er jetzt nicht wird, kann er beim nächsten Part werden. Gut, Leute. Was haben die noch zu sagen? Spannend ist wieder da, Chefin. So langsam machen wir Fortschritte. Gut gemacht, Nemado. Also, wo ist Spannend denn? Ich muss so schnell wie möglich mit ihm über die Laublinge sprechen. Tja, es ist so, nachdem er aus dem künstlichen Tiefschlaf aufgewacht war, hat er sich gleich wieder aufs Ohr gelegt. Er sagte, dass er eine Pflanze untersucht hat, die man nur nachts vorfinden kann. Also war er ziemlich erschöpft. Ernsthaft? Er hat nachts nach Pflanzen gesucht, auf diesem Planeten, ne? Aber das ist unsagbar gefährlich. Wir sollten wohl dankbar dafür sein, dass er noch am Leben ist. Hm, komisch. Ich weiß doch, dass genau hier eine Flasche gestanden hat. Wo ist die nur hin? Digo, du hast dich etwa aus der Flasche getrunken, oder die hier stand, oder? Jetzt probier ich doch nicht so an, aber ja, habe ich. Sah lecker aus, das habe ich einfach mal einen Schluck genommen. Mach mal nicht so eine große Sache draus. Hör mal, das war die Flüssigkeit, die Spanier in seinem Experiment verwendet hat. Und das erfahre ich jetzt? Warum wird mir plötzlich so heiß? Geht es dir gut? Vielleicht legst du dich besser kurz hin, Digo. Ja, dieses Gespräch sollten wir zu einem späteren Zeitpunkt weiterführen. Auf einmal wieder selbst zum Laubling, das wär's. Na gut, Leute, also... Eine Stunde, fast eine Stunde 15 Minuten für die Rettung von Spanel. Ganz wichtig, der Arzt von der ganzen Crew. Dann zwei Höhlen erkundet, insgesamt 10 Ebenen, weil die waren absolut krass. Ja, und so viel Glycerium, 2000, so viel werden wir nie wieder kriegen, ich sag's euch. So, von den Nebenmissionen her haben wir, glaube ich, noch nicht so viel gemacht. Das haben wir heute erfüllt. Und das dauert sowieso noch. Ja. Leute, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.